Hallo, hier ist der Onkel Gerhard und heute gibt es wieder eine Bildbearbeitung. Ich werde für euch ein Winterbild bearbeiten und als Premiere für mich, ich darf das Video selbst ankündigen. Bleibt dran! In diesem Jahr hat es hier in Oberschwaben so viel geschneit wie seit 15 Jahren nicht mehr. Was liegt also näher, als raus in den Schnee, zusammen mit meinen Enkeln ein Schneehaus zu bauen und natürlich ab zum Fotografieren. Vor ein paar Tagen hatte ich dann das Glück, dass direkt nach intensivem Schneefall sich die Schneewolken für ein paar Stunden verzogen haben. Die Sonne beleuchtete wie ein Scheinwerfer die ganze Pracht der Schneelandschaft. Für den Fotografen in mir natürlich ein Traum. Altbekannte Motive, die ich eigentlich schon oft fotografiert habe, bekamen plötzlich wieder einen ganz neuen Reiz. Das Bild, das ich heute bearbeiten möchte, habe ich hier in Altshausen im Schlosspark fotografiert. Bei dieser Gegenlichtaufnahme gefällt mir besonders das Lichtspiel und der Farbkontrast mit den Rot- und Orangetönen im Gebäude und den Blautönen im Himmel und in der Schneelandschaft. Und diese Merkmale, die möchte ich jetzt bei dieser Bearbeitung noch etwas mehr hervorheben. Legen wir also los. Viel Spaß! So, hier haben wir also das Bild in Kamera RAW geöffnet. Aus Zeitgründen werde ich jetzt auf die Entwicklung in Kamera RAW nur kurz eingehen, da die meisten Einstellungen fast Standard sind. Ihr seht hier das unbearbeitete Bild und nach der Bearbeitung mit den Grundeinstellungen sieht das Ganze so aus. Die Grundeinstellungen könnt ihr hier sehen. Ich habe die Lichter abgedunkelt, die Tiefen aufgehellt, Weiß etwas verstärkt, Struktur und Klarheit etwas und auch die Dynamik. Bei Detail habe ich mit Standardparametern nachgeschärft und bei Farbmischer, da habe ich die Luminanz der Blautöne etwas nach unten gezogen. Bei Sättigung habe ich die Rot-, Orange- und Gelbtöne verstärkt, wegen dem Gebäude hier auf der linken Seite. Aquamarin und Blautöne habe ich nur leicht verstärkt, weil hier sehr viel Blau im Bild eigentlich schon enthalten ist. Bei Optik habe ich standardmäßig wieder das Häkchen bei chromatische Aberration entfernen gesetzt und bei Geometrie habe ich mit der Automatikfunktion das Bild ausgerichtet. Schaut mal, wenn ich jetzt hier ausschalte, dann sieht das so aus. Mit der Automatikfunktion bekommen wir hier so gerade Kanten und das sieht jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Als nächsten Schritt würde ich jetzt gerne den Himmel abdunkeln. Auf den ersten Blick ist das vielleicht gar nicht ganz so einfach, weil der Himmel und die Schneelandschaft fast den gleichen Farbton haben. Aber das können wir jetzt mal mit einer Bereichsmaske versuchen. Das heißt, ich klicke hier mal auf Verlaufsfilter und ziehe einen kurzen Verlauf hier über das Bild, damit ich hier den kompletten Himmel mit erfasse. Und dann gehe ich hier auf Bereichsmaske und wähle hier bei Bereichsmaske Farbe aus. Und jetzt können wir mit der Pipette die Farbtöne auswählen, auf die die Bereichsmaske wirken soll. Das heißt, ich ziehe jetzt vielleicht mal ein Kästchen hier in dem Bereich und mit gedrückter Umschalttaste können wir jetzt noch weitere Bereiche hier erfassen im Bild, auf die jetzt ja die Bereichsmaske wirken soll. Da können wir also bis 5 solche Pipetten, solche Symbole setzen. Und jetzt gehen wir mal zur Belichtung. Das heißt, ich ziehe mal die Belichtung hier ein bisschen nach unten, so ungefähr. Die Lichter würde ich jetzt hier ganz rausnehmen, damit die Wolken noch ein kleines bisschen mehr Durchzeichnung bekommen. Dann können wir noch Dunst entfernen setzen, so ungefähr. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Farbe dazugeben. Das heißt, ich klicke hier auf das Kästchen mit der Farbe und da würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen so Blau dazu. So sieht das eigentlich jetzt nicht schlecht aus. Das Problem ist jetzt allerdings, dass der Schnee auf dem Dach des Gebäudes und teilweise in dem Baum auch mit abgedunkelt wurde und das sieht jetzt eigentlich überhaupt nicht gut aus. Ihr könnt das auch sehr gut erkennen, wenn ihr jetzt hier bei der Maskenoption auf das Kästchen klickt und ich habe hier mal so eine Magenta-Farbe ausgewählt und alles, was hier Magenta eingefärbt ist, da wirkt jetzt diese Abdunklung. Und jetzt, wenn wir hier auf dieses Symbol klicken, können wir wie mit einem Radiergummi das Ganze wieder wegnehmen. Ich mache das jetzt mal hier bei dem Bild Quick and Dirty, auch hier in den Baum erstmal. Oder ich klicke hier mal jetzt vielleicht hier gleich mal in das Gebäude rein, hier mal. Weil man sollte jetzt nicht unbedingt in den Himmel reinkommen.
Ich gehe mal mit Steuerung und Plus zu mich in das Bild hinein. So ungefähr. Gehe mal zu diesem Gebäude rüber, zum Dach. Und mal hier mal das so raus. Wie gesagt, man sollte das jetzt hier relativ genau machen. Ich werde jetzt nicht alles machen. Und wenn ihr nämlich in den Himmel reinkommt, das gibt dann unschöne Ränder. Jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen so, damit das jetzt nicht so lange dauert für euch. Dann spulen wir jetzt das Video ein bisschen vor und ich arbeite hier einfach mal ein bisschen weiter. So, ich denke, so können wir das mal lassen. Das heißt, ich nehme mal das Häkchen von den Maskenoptionen weg und ich denke, so sieht der Himmel jetzt schon ganz gut aus. Schaut mal, wenn ich hier mal jetzt aus- und einblende, ich gehe nochmal hier auf die Funktion, hier ohne Bereichsmaske, hier mit Bereichsmaske. Und ich denke, so können wir das mal lassen. Und jetzt machen wir einfach mal mit dem Bild in Photoshop weiter. Das heißt, ich öffne hier das Bild in Photoshop. So, hier sind wir nun in Photoshop und zuerst dupliziere ich mal die Hintergrundebene mit STRG und J. Und nun möchte ich an dem Bild einige Korrekturen vornehmen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so auffallen. Zum einen wurde das Torgebäude durch die automatische Ausrichtung in Kamera RAW etwas gestaucht. Und wenn man das Gebäude kennt, fällt schon auf, dass die Proportionen so jetzt nicht richtig stimmen. Und das lässt sich hier in Photoshop eigentlich ganz einfach korrigieren. Und dazu erweitern wir erstmal das Bild nach oben. Das heißt, ich klicke hier auf Bild, Arbeitsfläche und dann klicke ich hier mal auf diesen unteren Bereich. Und jetzt kann ich hier die Pixel nach oben von der Höhe verändern. Ich gehe hier mal auf 4500 Pixel. Schauen wir mal. So sieht das gut aus. Ich zoome mal aus dem Bild noch ein bisschen raus mit STRG und Minus. Dann kann man das besser sehen. Und ich werde jetzt das Bild markieren mit der Tastenkombination STRG und T für Transformieren. Und dann gehe ich hier mal zu dem oberen Anfasser. Mit gedrückter Umschalttaste kann ich jetzt das Bild nach oben ziehen, so dass die Proportionen von dem Gebäude, das passt jetzt schon so, dass die jetzt so passen. Ich bestätige mal mit dem Häkchen und dann können wir vielleicht das Bild auch gleich zuschneiden. Das heißt, ich gehe hier zum Zuschneidewerkzeug und jetzt verschieben wir den Bildausschnitt so, dass wir vor allem hier bei diesem Bild als Beispiel Platz haben für den Baum zum Rand hin. Pavel würde sagen, der Baum muss atmen können. Ich denke, so kann der Baum atmen und dann bestätige ich auch wieder hier mit dem Häkchen. Ein weiteres Problem, das auf Anhieb so gar nicht auffällt, das sind die weißen Ränder am Glockenturm des Gebäudes. Ich zoome mal mit STRG und Plus rein und dann könnt ihr sehen, was ich da meine. Ziehen wir mal ein bisschen weiter rüber und da seht ihr schon diese weißen Ränder. Pavel würde sagen, das sieht jetzt überhaupt nicht sexy aus und deshalb müssen wir diese Ränder entfernen. Wir müssen hier jetzt auch nicht alle weißen Ränder entfernen, wie hier zum Beispiel. Das sind eigentlich jetzt natürliche Reflexionen vom Licht in dem Schnee drin. Aber hier an der Seite vom Turm müssen wir das auf jeden Fall machen. Und dazu zoome ich jetzt noch mal ein bisschen weiter rein mit STRG und Plus ins Bild. Vielleicht sogar gleich mit 400%. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt den Rand wegbekommen. Ich verwende jetzt in dem Fall mal das Kopierstempelwerkzeug hier. Und dann kann ich hier mit gedrückter Alt-Taste eine Farbe aus dem Himmel herausnehmen und dann einfach mal hier über diesen weißen Rand malen. Das ist jetzt, ich gebe es zu, ein bisschen Geduldsspiel, aber ein Geduldsspiel, das sich lohnt. Man muss sich da ein bisschen Zeit nehmen. Ich mache das jetzt wirklich quick and dirty, wie man so schön sagt. Und wie gesagt, wenn ihr das macht, lasst euch ein bisschen Zeit. Man kann die Pinselgröße auch ein bisschen verändern immer. Und falls ihr ihn mal neben raus malt, mach mal hier so ein Beispiel. Einfach Tastenkombination STRG und Z und schon kommt ihr wieder zurück. So, und jetzt wähle ich mir immer, wie gesagt, am Rand hier vom Himmel eine Farbe aus und mal hier weiter. Und hier können wir den Pinsel mal ein bisschen kleiner machen. So. Das Ganze dauert jetzt ein kleines bisschen und damit das jetzt nicht zu lange geht oder für euch zu lange dauert, werde ich jetzt hier mal weiterarbeiten und wir lassen das Video jetzt einfach mal ein bisschen vorlaufen und dann melde ich mich wieder, wenn ich hier fertig bin.
So, ich denke, so lassen wir es mal. Ihr habt gesehen, ich habe da jetzt nicht ganz so sauber gearbeitet, aber es geht ja auch nur darum im Moment, um euch zu erklären, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, lasst euch Zeit. So, und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Obwohl ich bevorzugt Lightroom, Camera Raw und Photoshop zur Bildbearbeitung benutze, verwende ich auch immer wieder mal Luminar, das ich dann als Plugin für Photoshop nehme. Und wie ich das mache, möchte ich euch jetzt zeigen. Zuerst fasse ich mal die Ebene oder das, was wir gemacht haben, mit der Tastenkombination Steuerung Alt-Shift-E auf eine Ebene zusammen. Und jetzt gehe ich hier mal zu Filter, Skylum Software. Und da wähle ich mir jetzt Luminar AI aus. Das funktioniert aber mit Luminar 4 genauso. Ich klicke hier einfach mal drauf und dann öffnet die Software. So, da wären wir jetzt in Luminar. Ich klicke hier gleich mal hier auf Bearbeiten. Und dann hier bei Wesentliches gehe ich hier auf Enhance AI. Und da ziehe ich jetzt den Regler mit der Hervorhebung AI nach rechts. Ungefähr so. Schaut mal, jetzt wird das Bild wirkt gleich viel intensiver. Das gefällt mir sehr gut. Was ich auch noch gerne mache bei Luminar ist hier auf Landschaft. Und zwar goldene Stunde. Wir haben jetzt hier keine goldene Stunde, aber trotzdem, wenn ich den Regler nach rechts ziehe etwas, dann bekommt das Licht im Bild ein wärmeres Leuchten. Schaut mal, wenn ich das so aus- und einblende, und das sind Details, aber das gefällt mir sehr gut. Wir klicken wieder auf Anwenden und kommen so zurück zu Photoshop. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, bis der das alles rechnet. So, und da wären wir jetzt wieder in Photoshop. Mit Steuerung und 0 mache ich das Bild mal ein bisschen größer. So, und als nächstes würde ich jetzt gerne speziell in dem Torgebäude noch ein bisschen wärmeres Licht haben. Und das mache ich jetzt mit einer Color Lookup Einstellungsebene. Und ich wähle hier mal in diesem Fall Crisp Warm aus. Die Deckkraft werde ich jetzt gleich mal reduzieren, so auf ja, so 35% circa. Und mit der Tastenkombination Steuerung und J dupliziere ich diese Ebene. Und für diese zweite Ebene werde ich jetzt die Ebenenfüllmethode negativ multiplizieren verwenden. Und da wird das gleich noch ein bisschen heller wieder. Beide Ebenen markiere ich mal und mit der Tastenkombination Steuerung und G fasse ich die zu einer Gruppe zusammen. Und schaut mal jetzt nur mal auf das Torgebäude hier, wenn ich da außen einblende. Das bekommt jetzt eigentlich ein schönes Licht. Allerdings macht mir jetzt der Color Lookup den Rest vom Bild auch kaputt. Das heißt, die Wolken haben jetzt viel weniger Durchzeichnung. Und das lösen wir jetzt, indem ich für diese Gruppe eine Maske anlege und mit Steuerung und I invertiere. Und wie gesagt, ich möchte diesen Effekt jetzt nur auf die Rot- und Orangetöne hier im Bild haben. Deshalb gehe ich hier mal auf Kanäle. Ich halte die Steuerung oder Command-Taste gedrückt und klicke hier mal auf Rot. Und jetzt ist alles, was Rot oder Orange und diese Orangetöne im Bild enthält, ausgewählt. Und mit dieser Auswahl gehen wir zurück zu den Ebenen. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt nur hier im Gebäude haben und vielleicht hier unten. Deshalb wähle ich jetzt mit der Taste B einen Pinsel aus und Vordergrundfarbe weiß. Und male jetzt einfach mal hier mit der weißen Farbe über das Gebäude und vielleicht hier, aber hier vorne vielleicht in diesen Lichtern vom Schnee auch noch. So, mit der Tastenkombination Steuerung und D entferne ich die Auswahl wieder und schaut mal, wenn ich hier aus- und einblende. Wow. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ich möchte diese Schatten hier im Baumstamm zum Beispiel oder hier in dem Tor, möchte ich noch etwas mehr aufhellen. Und dazu verwende ich jetzt eine Technik, die ich mal in einem Video von Pavel gesehen habe. Und seitdem wende ich diese Technik immer wieder gerne an. Und dazu fassen wir jetzt doch nochmal alles, was wir gemacht haben, zu einer Ebene zusammen. Tastenkombination Steuerung Alt-Shift-E. Und ich gehe jetzt mal zu Kamera RAW-Filter. Das heißt Filter, Kamera RAW-Filter. So, hier in Kamera RAW-Filter werde ich jetzt bei den Grundeinstellungen die Tiefen nochmal kräftig nach oben ziehen. So ungefähr. Weiß auch. Und vielleicht Struktur. So, mit diesen Einstellungen, ich klicke auf OK, gehe ich zu Photoshop zurück. Das sieht jetzt eigentlich nicht schlecht aus, wenn man jetzt in die Tiefen reinschaut. Allerdings ist das Bild jetzt wieder zu hell. Und das können wir jetzt lösen, indem wir jetzt einen Ebenenstil anwenden. Das heißt, ich klicke hier mal doppelt
auf die Ebene drauf und dann öffnet sich das Fenster mit der Ebenenstilpalette. Mich interessiert jetzt in diesem Fall nur hier der untere Bereich für die darunterliegende Ebene. Dieser Regler hier, der bezieht sich jetzt auf die Lichter und wenn ich den nach links schiebe, nehme ich jetzt den Effekt aus den Lichtern wieder heraus. Jetzt seht ihr allerdings, wenn ihr hier mal in das Eck vom Himmel schaut, wenn ich den Regler verschiebe, da bekommen wir jetzt so Farbabrisse. Und damit das jetzt nicht passiert, kann man den Regler jetzt auch spreizen. Das heißt, ich halte die Alt-Taste gedrückt und spreize den Regler jetzt etwas und dann bekommen wir hier weichere Übergänge. Und ich denke, so sieht das jetzt schon ganz gut aus. Ich bestätige mit OK. Und wenn ihr jetzt nur mal hier zum Beispiel in den Torbereich schaut oder hier beim Baumstamm, wenn ich aus- und einblende, und jetzt haben die Tiefen eine schöne Durchzeichnung und das macht das Bild jetzt gleich wieder um einiges attraktiver. Und vielleicht möchte ich jetzt noch zum Schluss ein bisschen Lichtakzente setzen. Und dazu wähle ich jetzt nochmal die Tonwertkorrektur oder eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene. Und ich gehe mal mit den Lichtern hier ein bisschen weiter rüber und vielleicht mit den Mittentönen auch. Die Maske invertiere ich mit STRG und I, wähle wieder einen Pinsel aus, Vordergrundfarbe weiß. Und hier werde ich die Deckkraft jetzt allerdings reduzieren auf so 50% circa, Fluss ebenso. Und dann male ich hier einfach nochmal da, wo ich es heller haben möchte, auch hier im Gebäude. Schaut mal, wenn ich da einen Pinsel ein bisschen kleiner, das sieht doch nicht schlecht aus. Und dann male ich hier einfach nochmal so Lichtakzente rein. Auch hier im Baum, wo die Sonne reinkommt. Pinsel kann man noch ein bisschen kleiner machen. Und auch in den Schnee nochmal. Hier so rein mal. So. Okay, schaut mal, wenn ich außen einblende, da kommt nochmal richtig hier die Sonne rein und das gefällt mir sehr gut. So, und ganz zum Schluss, da möchte ich jetzt noch vielleicht das Bild noch selektiv abdunkeln, damit das eigentliche Motiv noch sehr mehr betont wird. Und das mache ich jetzt noch einmal mit einer Tonwertkorrektur-Einstellungsebene. Und hier gehe ich jetzt mit den Mitteltönen wieder nach rechts, so auf 0,50 circa. Die Ebene invertiere ich wieder mit STRG und I. Und jetzt zoome ich mal aus dem Bild noch ein bisschen heraus mit STRG und Minus, so ungefähr. Und mit der Taste G wähle ich jetzt einen Verlauf aus. Und jetzt werde ich hier Vordergrundfarbe weiß, Moment, hier, werde ich jetzt einen Verlauf von oben nach unten ziehen. Ich ziehe den Verlauf immer gerne ein bisschen außerhalb vom Bild, fange ich da an, damit das gibt ein kleines bisschen weicheren Übergang. Einfach hier von oben nach unten, einmal so und von unten nach oben. So, ich denke, so können wir das Bild lassen. Schaut mal, STRG 0. Eigentlich fertig. Wir können noch vielleicht einen kurzen Vergleich machen. Ich gehe mal auf die Ebene 0, klicke auf das Auge mit gedrückter Alt-Taste. Vorher, nachher. Ja, und ich denke, so können wir das Bild abspeichern. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich ganz einfach. Manchmal werde ich gefragt, wo man denn das alles lernen kann. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber das meiste, was ich in den vergangenen Jahren über Fotografie und Bildbearbeitung erfahren habe, das habe ich hier zum Beispiel aus den Videos hier in diesem Channel gelernt und natürlich in Workshops von Pavel und Mio. Aber eine weitere wichtige Lernquelle waren für mich und sind natürlich weiterhin die Produkte und Downloads im Shop von Pavel und Mio. Schaut da mal rein, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Ups, das war jetzt doch Werbung. Aber die habe ich ehrlich gemeint. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten eurer Bilder. Und um es mit den Worten von Pavel und Mio zu sagen, grüßt Oma und trinkt darüber nach. Und das werde ich jetzt auch machen. Ciao, bis bald mal wieder, euer Onkel Gerhard.